Hallo, ich meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS19 Live-Projekt oder Steuerflüchtlingsverhandlungsprojekt, whatever, zusammen mit den Ansgar. Höhn ist mein Name. wow. ja, und zusammen mit dem Obersteuer-Dude Sachsen-Netzplayer. Guten Tag. Es freut uns, euch wieder zu einer neuen LS19 Live-Projekt-Folge begrüßen zu dürfen. Auch wenn wir seit der letzten Folge, sagen wir, wie es im Gamer-Genre heißt, etwas salty sind, auf einen anderen Hof. Wegen eines anderen Hofs. Erstmal möchte ich, dass alle von euch in den Kommentaren Hashtag Applaus schreiben für dieses wunderbare Bild, was sich hier eröffnet. Ja, kannst du machen, nix. Das ist korrekt. Zähl die Höfe durchgehen, den Bürgermeisterhof, da müssen wir nämlich rein, weil sonst haben wir ja keinen Zugriff auf das Land. Das ist halt alles so ein bisschen kacke geworden im 19er, dass wir das hier anpacken können. Ach so, wow. Warte mal, ich hab... Guten Tag. Hallo, was können wir Sie für... Ja, Entschuldigung, ja, ich ging vor uns nicht. Ja, was können wir denn für Sie tun, Herr Nickermann? Kein Problem. Ich würde Ihnen den Service anbieten. Sie besitzen ja auch einen Drescher, wie ich gesehen habe. Ja. Ja. Ich würde den bei Ihnen am Hof abholen, zu mir fahren, kurz die nötigen Wartungsarbeiten durchführen während der Regenzeit, Ihnen den wieder bringen und fertig. Das wäre so ein Angebot von mir, das ich den verschiedenen Höfen machen würde. Wenn Sie wollen, mache ich das sofort, ansonsten lasse ich es. Lassen Sie mich kurz gucken. Oh, halt. Scheiße, Alter. Mal kurz den Hof wieder switchen. Ich würde gerade sagen, kann ich hier überall reinschalten. Wir können das aber hier alles anfassen, wenn die... Ja, weil wir im du kannst aber nicht schneiden, etc. pp. Ach so, ah, okay. Warten Sie, guter Mann. Ist bei uns... Naja, wird es was kosten? Ja, die, also, so erfahrungsgemäß 1300, 1500, je nachdem, wie viele Teile das kaputt sind. Ich würde gerne in Anspruch nehmen, dass auch Sie was zu tun haben, aber die Kohle haben wir leider nicht. Ah. Okay, ich behalte das Angebot so für mich bestehen und wenn Sie wollen, können Sie gerne darauf zurückgreifen. Jo, herzlichen Dank. Gern geschehen, bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Hätte ich gerne gemacht für ihn, aber das ist geldtechnisch nicht so brutal. Ja. Drehen können wir dieses Ding ja nicht hier, diese Gabel, ne? Das ist abfuckend. Das ist ein bisschen problematisch. Bullshit ist das einfach nur. So. Aber genau, jetzt erstmal ins Büro des Bürgermeisters. Wurden wir oder eingeladen? Brauchst du das nicht mehr? Achso, du hast dir die Rechte schon selbst gegeben. Mahlzeit! Ne, Entschuldigung. Ich bin jetzt wieder bei uns im Hof drin, weil anpacken geht wirklich so. Und schneiden ging jetzt aus irgendeinem Grund hier hoch, frage mich nicht warum. Okay, folgendes. Der Nachbarhof hat Silageballen gemacht. Ah ja. Die legen hier einfach rum. Ja, ja. Da habe ich sogar einen schon umgefahren. Ja. Gab eine ziemlich miese Aktion. Würden wir natürlich nie machen, die jetzt verkaufen. Selbst. Nie. Aber ich wollte es nur mal... Nie. Aber ich wollte nur mal zu bedenken geben, dass wir vielleicht mal einen kleinen Pfand nehmen sollten, falls nochmal eine dumme Aktion kommt, dass wir das dann einfach selbst wegbringen. Ja, ja. Das ist nicht die schlechteste Idee, ne? Ich glaube, das ist definitiv nicht die schlechteste Idee. Fällt den Pappnasen da auch nicht auf. Also ich bin immer noch menschlich, bin ich wirklich enttäuscht. Erst arbeiten die weiter. Auch nach der vorgegebenen Zeit. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir müssen alle Dinge langsam ready bekommen. Hallo, Entschuldigung, hallo. Störung, aber es ist wichtig. Ja, wie sieht sich mal los? Auf jeden Fall. Wurden Sie... Ich hab das Passwort von unserem Hof vergessen. Oh wow. Bruder, das muss ist los. Ist wirklich sehr, sehr schwierig. Zwei, ja genau. Einfach immer die Höfe durchzählen. Hier die Anzahl ist Baby. Ach so, ja, alles klar. Ich dachte, Sie wurden von Ihrem etwas schrägen Kollegen da vermöbelt, so wie Sie sich an. Es ist wichtig. Warte, das ist egal. Ich brauche Hilfe. Naja, alles gut. Okay, das war's schon. Vielen Dank. Tschüss. Jo, bitte. Tschüss. Also halten wir fest, Mitglieder des King Biceps können ich bis 2 zählen. Ja. Haben wir so festgehalten. Irgendwie muss man das drehen können.
Ich, ja. Guck mal, wie das so schief ist. Ja, ja, ich weiß, aber ich hab's nicht mitbekommen. Ganz ehrlich, da bin ich mit der Hand schneller. Ja, vermutlich ist das so. Als wie mit diesem Kackteil. Na komm, ich mach's auch mit der Hand. Gute Handarbeit ist der Forstbetrieb hier noch. So. Danke für eure ganzen Kommentare, die sich sicherlich ähnlich empört geäußert haben über diese Steueraktion. Ich muss, eines muss ich dem Kollegen lassen. Es ist kreativ. Ich wollte gerade sagen, kreativ ist es allemal. Aber, und ich war auch nicht gut drauf vorbereitet. Aber es ist auch echt ein 31er. Und der toppt alles je Dagewesene. Es ist eigentlich schon ein 62er, wenn man das so sieht. Ja, das habe ich damals ja auch gesagt. Doppelter 31er. Das ist... Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Ja. Und dann kommt noch so ein Satz wie, wir sind immer dafür, miteinander statt gegeneinander zu arbeiten. Weißt du, da kriege ich wirklich... Nee, jetzt hat mir nur noch der Satz gefällt, Brot spenden statt Böller kaufen, ne? Also dann hätte ich eine geknallt. Wow. Ja. Weil das schreiben auch nur die Kaputten. Brot stellen... Wir rennen die alle mal in die Kommentare schreiben. Brot stellen statt Böller kaufen. Genau. Entscheid den Bann. Auf jeden Fall. Was? Ich sage, halt, hier liegt noch ein Haufen Zeug. Ja, ich weiß, aber das lag unter dem Dings, deswegen... Ja, ich weiß, aber das war schon fast wieder etwas zu weit. So. Nein. Hervorragend geparkt. Keine Kritik an meinen Fahrkünsten, bitte. Das werde ich niemals tun. Ich weiß echt nicht, wie wir da reagieren sollen. Ja. Ist der jetzt noch bei dem... Das hat sich erledigt, Digi. Wenn der nochmal kommt, kriegst du aufs Maul und dann ist er weg. Alter, ich lass mir doch hier nicht von so einem Möchtegern-Steuer-Kasper hier irgendwas erzählen. Hier kann man nur was fürs Leben lernen. Wenn er Rechnung sehen will, dann will er Rechnung sehen. Das Ding ist, unser Betrieb existiert seit seit einer Woche. Was ist denn da mit Steuer-Dings, Alter? Ja gut, das Kalenderjahr ist natürlich rum. Aber ja, da hat das schon Kalenderjahr recht, ist rum, aber selbst ohne Steuerberater haben wir bis zum 31. Zeit. März. Ich glaube, man kann das als Firma auch so anmelden, dass man das nicht nach Kalenderjahr macht. Ich will jetzt hier keine Steuertipps geben oder so, aber ich glaube, man hat dann die Auswahl, ob man das als als Kalenderjahr macht oder ob man das irgendwie anders angibt. Ah, ja. Ich habe einen Vorschlag. Ja. Ne? Und ich habe einen Vorschlag für die nächste Season. Die Zuschauer wissen ja, wir nehmen ja immer 4 Folgen am Stück auf, das wird bei uns Season genannt. Für die nächste Season mache ich eine komplette Steuererklärung mit dem ganzen Scheiß fertig. Per Dokument und schick den das. Dann bin ich mal gespannt, ob der da überhaupt durchfliegt, ne, dieser Möchtegern. Ach, als ob du es machst. Die Zeit nehme ich mir. Ich habe viel Zeit, ja, stell dir vor. Das wollen wir sehen. Das wollen wir sehen. Das wollen wir alle sehen. Ich glaube auch die Zuschauer. Da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ja, das ist. Solche Steuerdokumente kannst du dir ja, solche Vorlagen kannst du dir ja überall runterladen. Das ist heutzutage keine Kunst mehr. Ne? Dann schicke ich den Kasper. Oh, es ist 20 Uhr. Ja, wir haben noch, nee, 10 Minuten noch. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich das hier reinkriege. Ach komm, fahr. Den Scheiß. Jo. Ah, ist sogar noch drin. Super. Und jetzt bitte vernünftig. Danke. Ja. Ah, hier liegt auch noch was. Ah ja. Vielleicht kann ich das ja noch irgendwie mit reinnehmen. So. Wow, aber das, ich muss sagen, das war eine der besten Folgen bislang. Ja, definitiv. Hab mein Bestes gegeben. Ich frag mich aber, was die Kollegen gemacht haben und deswegen werde ich jetzt mal rübergehen. Machen Sie weil das. Weil der ist da nicht mehr. Ah ja. Frag mal. Mahlzeit. Mahlzeit. Sagen Sie mal, hatten Sie Besuch von Herrn Schreiber? Wir mussten tatsächlich anreisen. Ihr musstet anreisen. Wir mussten anreisen. Jo. Der Kollege hat das jetzt übernommen, oder was? Wir waren beide unten. Der Herr Werner oder mein Kollege ist gerade nochmal vor Ort zum Termin beim Bürgermeister. Keine Ahnung, was da gerade besprochen wird. Wir sollten da auch nochmal hinkommen. Aber der Herr Schreiber ist, glaube ich, schon ins Bettchen gegangen. Ach. Nee, aber da hatten wir letzte Folge ein Gespräch, ne? Ja. Mit Herrn Schreiber. Aber, haben die Sachlage geschildert. Er hat sich das alles angehört, aber ja, irgendwie Konsequenzen oder was auch immer, nö, gab's jetzt nicht.
Warum hat er... Ja gut, Konsequenzen in dem Sinne, aber das war ihm, bei ihm war er nicht so. Also bei uns war die Stimmung, sag ich mal, schon kritisch. Okay, also das konnten wir jetzt nicht bestätigen. Also, nö. Wir das haben, bestärkt uns einmal mehr. Wir haben die Sachlage geschildert. Wir sind natürlich auch, wir kommen natürlich vom Fach, ne? Wir wissen, wie man in der Buchhaltung so spricht und haben natürlich dann direkt mit den Fachbegriffen um uns geworfen, ne? Wie ich das gehört. Ja. Und da wurde er ein bisschen ruhiger und hat, glaube ich, auch gesehen, okay, Leute, da sind Profis am Start. Ja. Das genau, heißt, sie wollen uns jetzt sagen, dass wir das nicht richtig hinbekommen. Das weiß ich nicht. Aber ihr habt doch auch noch keine Rechnung erhalten, oder? Wie Rechnung? Rechnung von dem Dienstleistungsunternehmen. Doch, ich glaube, das müsste abgebucht worden sein. Ja, okay, weil wir nämlich noch keine Rechnung erhalten haben. Und, also das wird ja automatisch abgebucht. Nee, wir haben noch keine Rechnung erhalten, weil bei uns war das ja Ganze noch auf Test. Also, und das heißt ja auch keine Buchung ohne Beleg. Ja, und das ist korrekt. Genau, also wir haben noch keine Rechnung erhalten. Und auch noch keine irgendwie Geldabbuchung, was das angeht. Daran melde ich Zweifel an. Wir checken das. Herzlichen Dank für die Audienz. Ja, bitte. Dürfte nur Mahlzeit. Ey, folgendes. Wir haben jetzt über der 10.000 Minus, ne? Du siehst, das Wort abgezogen, ja. Und funktioniert dementsprechend ja. Auch. Die anderen haben einfach behauptet, dass sie noch nichts bezahlt haben. Ah ja. Und damit sind sie jetzt irgendwie raus aus dem Schneider. Irgendwie haut die Wäsche hier nicht richtig hin. Okay. Wie, dass sie noch nicht, ach so, bezahlt haben im Sinne von, nichts bezahlt haben. Ja, dass die noch nichts für den Helfer bezahlt haben. Ach so, auch nicht verkehrt. Und damit sind sie dem Ganzen dann, die haben irgendwie gesagt, keine Buchung ohne Beleg oder was? Und weil es ja keinen Beleg gab, gab es auch keine Buchung. Es gab natürlich eine Buchung, aber die haben sie dann irgendwie, keine Ahnung, haben sie dann dem, die haben das also nicht, wieso macht der Helfer das? Lass mich das doch machen. Ja, ich wusste jetzt nicht, wie lange sie jetzt hier drüben sind. Enjoyen sie. Nee. Ich meine, ich mach's zwar nicht ganz so schön wie der Helfer, aber ich glaube, es ist günstiger. Die haben einfach gesagt, keine Buchung ohne Beleg. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben nichts bezahlt. Und damit war er dann wohl ruhig und auch vergnügt. Dadurch, dass wir allerdings jetzt etwas lauter wurden, was diese Sache anging, und auch etwas unverschämter wurden, was ich ja auch gerne zugebe, was mir allerdings auch etwas Spaß bereitet hat, könnte ich mir vorstellen, dass der ja nochmal wiederkommt und uns sich auf uns stürzen wird. Naja. Jo, der Hirschfeld, der soll vorbeikommen. Schreibst du ihm das? Jo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und zwar, da ich Sie natürlich so überfallen habe mit dem Steuerprüfer, das tut mir ein bisschen leid, nur der war schon ziemlich am Drängeln und der hat mich selber gar nicht gesehen. Das schon war auch ein sehr unangenehmer Typ. Also, ja, also so einen furchtbaren habe ich auch noch nie getroffen. Sehr beruhigend. Richten Sie dem, sehen Sie den nochmal, oder? Ja, die Problematik ist, ich muss jetzt halt erstmal mit der Bürgermeisterin sprechen, weil die größte Problematik daran ist einfach, dass die Bürgermeisterin selber Pferde hat. Und jetzt steht sie natürlich auch im Verdacht, sag ich jetzt mal, um Gottes Willen, diese Firma zu nutzen. Und das Problem ist, ich weiß darüber nichts Bescheid. Ich habe alle E-Mails gecheckt, ich habe geguckt, ob irgendwelche Papiere hinterlegt worden sind. Aber ich sag mal, bis auf diese 5 Post-its und die Kreditverträge, die ich hier habe, habe ich halt nichts gefunden. Wir können Sie in einer Sache allerdings beruhigen. Wir haben jetzt über Nacht bekommen wir immer die Rechnungen. Das wird immer automatisch abgebucht, so wie wir es auch ehrlicherweise gesagt haben. Ja. Und wir haben eine Rechnung von 10.000, ja, über von 16.000 Euro bekommen, jetzt über die Nacht. Okay. Die wir auch sofort beglichen haben. Und das heißt, dass das Unternehmen korrekt bezahlt wurde und dass auch alle Rechnungen da beglichen wurden. Also das ist jetzt so nachweisbar. Das kann unmöglich von unseren Maschinen kommen, so viele haben wir nämlich nicht. Gut, ich sag jetzt mal so, die Thematik ist, wenn sie die Rechnungen haben, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass das nicht irgendwie Schwarzarbeit gemacht wurde. Ja. Das heißt, steuerrechtlich ist das ja eigentlich dann
besser abzuhandeln, als sag ich mal jetzt so ein Briefkastenvertrag oder über einen Handschlag. Dann sind wir doch eigentlich frei raus, weil der Herr Werner sagte auch, dass er noch auf die Rechnung wartet. Die hatten ja, halt das war nicht ganz korrekt, denn die Rechnung kam, also die Rechnung, gut, die haben wir natürlich auch nicht bekommen, aber wir haben immer die Beträge beglichen, die wir hier zu begleichen hatten. Und am Ende des Tages, egal ob wir jetzt die Rechnung da hatten oder nicht, haben wir das beglichen und das ist ja dann eher das Problem der anderen Firma, sehe ich das nicht richtig, dass die das dann nicht vernünftig verrechnet und die Rechnung da nicht ausstellt. Also das, dieses dann sozusagen. Naja, die Problematik ist halt, wenn das keine richtige Firma ist, sondern einfach nur ein Zusammenschluss von Menschen, dann dürften die ja rein theoretisch keine Rechnung ausstellen, sage ich jetzt mal. Ja. So, und der Herr Werner hatte im Endeffekt dem Steuerprüfer gesagt, der hatte bis jetzt, glaube ich, einmal diesen Service angenommen, so ein sogenanntes Schnupperstriegeln, ja. Der war aber mit dem Service auch nicht ganz zufrieden, weil zwei Pferde irgendwie nicht gestriegelt worden sind und der Stallboden beschädigt war und so weiter und so fort. Und wie gesagt, der hat halt auch noch auf die Rechnung gewartet. Das hat er dem auch so gesagt. Okay. Aber ich sag mal, das nächste Mal wird man von ihm was hören, wenn die Frau Sonneberg wieder da ist. Herr Bürgermeister. Sie dürfen auch Falco zu mir sagen, oder? Wunderbar, das ist ja schön. Wollen wir mal, oder können wir mal über ein bisschen Geriebenes reden? Geriebenes? Ja, Käse zum Beispiel. Zum Beispiel, ich meine da eher so wirtschaftsfondtechnisch. Wirtschaftsfondtechnisch. Ja. Und zwar, wir brauchen, ich erkläre Ihnen kurz die Problematik. Mein gewährter zweiter Geschäftspartner hat in der letzten Season so einen subtropischen Anfall bekommen. Und aufgrund dieses subtropischen Anfalls wurde unser einziges und aktuell erstes Feld ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. Nun haben wir da die Problematik, dass wenn so Wettereinbußen kommen, wie zum Beispiel es regnet, wir minimal am Eimer sind. Deswegen hätte ich das Interesse auf Feld 18 zu lenken, also Gebiet 18, dass wir das erschließen. Das kostet 180.000. Und ich würde darauf etwas Lukratives anbauen. Also wir nutzen das Feld, was wir jetzt hier haben, nutzen wir, dass wir unsere Pferde alle stinknormal versorgen können, Tritratrolala, dass es gewährleistet ist. Und das Feld würde ich dann für die Bioproduktion nutzen im Bereich Bioproduktionsanlage, aka BGA, für Silage. Wäre da irgendwas machbar? Also wir reden hier ungefähr mit Anschaffungskosten von 100, ja, wo zwischen 3 bis 3,5.000. 100. 100.000. Ja. Okay. Ja gut, also Sie wollen mir dann sagen, dass natürlich Ihre Pferde noch besseres Futter bekommen dadurch, durch die Erschließung und natürlich deswegen noch qualifizierter sind, einen guten Verkaufspreis zu machen. Und, ich sag jetzt mal, sich der leichte Nebeneffekt daraus bildet, eine Biogasanlage zu beschicken und dafür im Endeffekt Felsbrunnen mit günstigem und nachhaltigem Strom zu versorgen. Verstehe ich das richtig? Wenn man das so ausufern sagen möchte, verstehen Sie das durchaus richtig, ja. Und als Sicherheit können wir Ihnen weiterhin wegen Kreditwürdigkeit und so weiter und so fort 36 Pferde stehen, wie gesagt, bei auf unserer Seite. Es ist ein Gegenwert von 1,8 Millionen. Und unser jetziger Kreditrahmen beläuft sich aktuell nur auf 200.000. Also da ist noch genug Luft nach oben, wenn mal was schief gehen sollte, was es aber nicht sein wird, weil wir sind ja hier in kompetenten Händen. Ne? Ja, das ist richtig. Aber wir sprechen da von einem Subventionsverfahren, ist das richtig? Nicht von einem Kreditverfahren. Wir reden von einem Kreditverfahren. Ich hätte gerne einen Kredit von 350.000 für was für dieses Feld und dann die jeweilige Maschinen angeschafft werden soll. Ja, Augenblick, da schaue ich mal eben in meinen Unterlagen. Hätten Sie denn, Sie sagten gerade Subventionsverfahren, hätten Sie denn da auch noch Vorstellungen gehabt oder wäre da überhaupt was möglich? Also das interessiert mich jetzt einfach. Ich sage jetzt mal, für das Subventionsverfahren habe ich das natürlich schön gesagt, dass das Futter eine bessere Möglichkeit hat zum Reifen. Zumal ja. Das Futter ja vielleicht sicherlich könnte man das auch etwas knapper wird aufgrund dessen, dass der langen Regenphase, sage ich jetzt mal. Ja. Und wir wollen ja nicht, dass unsere schönen Tiere hier eingehen. Da haben wir wirklich gute Gewitten. Aber ich greife trotzdem mal ein, Pferde brauchen keine Silage.
Ja, aber Gras. Das Gras könnten wir auch verfüttern dann. Das können wir theoretisch machen. Ja, das Heu. Ja. Ja, aber nicht, dass wir uns jetzt, nicht, dass sie es jetzt gleich wieder halt. Nein, Silage fressen Pferde nicht. Keine Sorge, füttern wir nicht. Ja, gut, das klingt ja, also das war ein kleiner Test nebenbei, aber das klingt soweit gar nicht so schlecht. Also ich könnte mir vorstellen, da einen gewissen Split aufzubrechen. Okay, reden wir in der nächsten, am nächsten Tag drüber, würde ich sagen. So, Herr Ansgar, bleiben Sie stehen. Danke. Ja, ich bin doch. Ich laufe nur rum. Ich sehe es noch auf der Karte. Meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig. Weißt du, wer hier wieder fährt? Ist LU, ja, ist richtig. Nee, ein Helfer. Echt? Von? Von Team Bizeps hier wieder. Ah ja, na, schön. Das ist immer schön, dass der Bürgermeister da ist. Meine Freunde, wir sind fertig für den Part. Jetzt hat das. Ah nee, der fährt weiter. Der Freezy jetzt sitzt drin. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen für diese legendäre Aufnahme. Bis dann, haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.